Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Irgendwas. Ich habe irgendwie keinen Sound. Wir drücken mal sofort auf Start. Vielleicht habe ich dann ja gleich Sound irgendwie wieder. Ja, jetzt habe ich Sound. wir haben heute den 6.9. Und, ich wollte mich hier nochmal bedanken für die 100 Abonnenten. Wir sind sogar jetzt 101! Ja! Start! Und ich habe noch eine Frage an euch. Ich habe gesagt, wir haben jetzt 6.9. Heute ist ein Samstag. Und nächste Woche Samstag ist die Konnichi in Kassel. Ich weiß nicht, ob ihr lustig seid und ein Video davon haben wollt. Wenn ja, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schroten. Und dann können wir das ja mal... Ja, mal absprechen, ob ihr das wollt oder nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt eins machen müsste dazu oder ob ihr es unbedingt wollt oder hast nicht gesehen. Kampagne, Festplatte, Deepfire-Veteran, Kampagne fortsetzen. Und, ja, es kam jetzt lange nichts von Ghost Recon, irgendwie so lustmäßig war jetzt irgendwie nicht so ganz dabei, aber jetzt bin ich hier wieder da und jetzt machen wir auch die Scheiße. Und Destiny kommt ja auch demnächst raus. Also ich versuche, ich will das jetzt hier auf jeden Fall schnellstmöglich beendet haben, das hier. Weil ich noch Destiny auch unbedingt noch mitmachen will. Aber ob ich alles Let's Playen werde, weiß ich nicht. Ob ich das so wie bei Dark Souls handeln werde. Oder ich werde mir einfach zwei Charaktere machen. Einen Online-Charakter und einen normalen. Richtig, was los hier? Ja, kann ich auch gerade sagen. Ich weiß, dass es in Dagestan nicht rund lief. Glauben Sie mir, ich wünschte, ich müsste Sie nicht gleich wieder rausjagen. Raven's Rock ist aus dem Schatten getreten, und zwar mit Macht. Die Gruppe muss diesen Moment jahrelang vorbereitet haben. Nun haben sie den Kreml übernommen und damit das Land. Wir haben zwei große Spiele ausgemacht. Der erste, General Bukharov. Er leitet den Militärarm der Gruppe. Der andere ist der neue Präsident, Sergei Makhmudov. Raven's Rock hat erstaunlich schnell für Ordnung gesorgt. Einige Widerstandsgruppen wehren sich noch, aber ihnen fehlt der Treibstoffnachschub. Wir müssen ihnen unter die Arme greifen. Einheiten von General Bukharov haben Bohrschiffe in der Nordsee erobert und möglicherweise sabotiert. Sie müssen die Anlage mit ihrem Team sichern. Okay, wir unterstützen jetzt ein paar, in dem sind jetzt eigentlich Terroristen, weil die ja, okay, die wollen eigentlich nur ihr Land wieder vor diesen Mächten befreien, aber in dem sind sie jetzt, außerdem niemand kann Putin von seinem Ding. Ah ne, das ist ja Afghanistan. Sorry, falsches Land. Ich war ein bisschen. Weiter. In diesem Fall gibt es eine Menge Unbekannte. Nehmen Sie ein Airsat mit Röntgenoptik. Dann können Sie Ziele hinter Metallwänden ausschalten. Und noch was. Wenn Sie was von meinem Zeug verlieren, schicke ich Sie zurück, es zu holen. Miep? Griff mit zwei Beinen. Ausrüstung anpassen. Ich will keinen Griff mit zwei Beinen. Ich komme selten dazu, das Ding mal. So. Alter.
Willst du mich verarschen jetzt? Denn der, Ah. So. Schienenabdeckung. Sturmgriff. Angewinkelter Griff. Griff mit zwei Beinen. Zwei Beinen. Ach so, das ist ein Doppelding. Ja, dann behalten wir das doch. Ein Doppelteil ist. Oder wie jetzt? Das sieht doch nicht so aus. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jetzt vernünftig halten soll. Da ist es, unser Lauf. Ich habe gerade nicht alles zerstört. Scheiße. Das hier. Unterlauf, Gassystem, Montage, Lauf, Mündungssaal, Visiere, Rückstreuungsoptik, Bumm, Unterlauf. Ja, das hatten wir eigentlich gerade gehabt, nur ich habe es jetzt wieder weggemacht, ich Idiot. Nehmen wir den hier am Feierabend. Wenn wir nicht viel Zeit haben, uns da irgendwo hinzusetzen. PDR, Scheiße, Sensorgranaten, Blendgranaten. Machen wir so. Komm, Arschlecker. Macht Spaß? Ja. Gut. Also wie gesagt, also Destiny könnt ihr auch mal in die Kommentare schroten, weil wenn, dann würde ich sagen, dann mache ich zwei Accounts. Einen Online-Account, mit dem ich dann halt euch belustige und einen Privat-Account halt, mit dem ich dann halt selber rumdödeln kann. Ohne jetzt auf euch achten zu müssen. Oder ob wir einfach immer nur ab und zu mal das zeigen. Wie bei Dark Souls halt bis jetzt auch. Aber Dark Souls, ich habe jetzt bei Dark Souls die DLC gestartet und ich wünschte, ich hätte es mit euch gemacht, weil da so geile Gegner bis jetzt vorgekommen sind. Ich habe jetzt gestern meinen zweiten Endgegner dort besiegt. Hammerkranke Aktion. Deep Fire 2055 Arktis Barentssee. Verdammte Kacke hier. Schmeckt's? Okay. Auf geht's. Gut. Was ist, Purdy? Kein Klugscheißerspruch? Nee, mein Arsch ist taub. Aber ich weiß nicht, ob von der Kälte oder weil ich seit drei Tagen drauf sitze. Na bitte. Jetzt sind wir bereit. Dann los. Sie das erste Schiff. Sobald Sie Zugang zum Kontrollraum haben und sehen, was los ist, sollten wir beide Schiffe ausschalten können. Verstanden. Standardprozedur, Leute. Notfalls angreifen, aber keinen Alarm. Och, Scheiße. Das wird jetzt eine lange Folge wieder. Das wird eine lange Folge. Du siehst hier ein leichtes Fahrzeug? Eins, zwei, drei, vier! Vier, verdammte Kacke! Vier! Ich sehe ein leichtes Fahrzeug. Plus drei Gegner. Da drüben. Links von uns. Ich sehe gar nichts, Digga.
Pumuckel, du, ey. Ihr läuft mal schön da lang. Ich laufe hier hinten rum. Mach das. Ich gehe geradeaus weiter. Ich müsste halt eigentlich noch schlechter zu sehen sein, weil es ist ja jetzt weiß und sowas. Ich bin ja jetzt auch immer so weiß durchsichtig. Siehst du den Frachtcontainer daneben? Alter Leute, ohne Witz. Siehst du den Frachtcontainer? Was haben wir denn hier alles? Es sind nur zwei. Warten wir mal. Nicht, dass wir noch einen dritten haben oder so. Okay, erledigt. Von ich bin nicht der Anführer, aber muss die Befehle erteilen, wann sie ballern sollen. Das ist so unnötig. Tarnung ist an. Ah, ein bisschen abseits vom Hauptweg halten. Kontakt. Frage ist nur wo. In Bewegung. Achtung, sie haben meine MG-Stellung. Rechts. Hier sind noch zwei. Vor uns. Da haben wir einen. Zweites Ziel. Sehe einen feindlichen Transporter. Schussbereit. Wir warten, bis es abgefahren ist. Bin bereit. Da ist noch einer. Erwischt. Wir waren zu laut. Ziel erledigt. Puh! Verstanden. Ah, ich hab ihn mal gesehen. Die Schüsse hat man bestimmt nicht gehört. Das war scheiße knapp, Digga. So, wollen wir uns mal reinschleichen hier. Gucken mal, was wir hier so finden können. Uschi Glas und Uschi Kreller. Was war das denn für ein Kack? Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Auf dem Weg. Noch einer mehr. Auf 3 Uhr. Na, komm. Boom, Baby. Automatikgeschütz, Vorsicht. Geradeaus. Geradeaus. Noch ein Gegner. Da sehe ich einen. Bereit zum Schuss. Oh shit. Noch mehr. Drei. Genau vor uns. Pass auf. Das war knapp. Zu dir. Feind hat einen LKW. Zwei markiert. Negativ. Was heißt denn negativ? Ich sehe noch zwei. Noch zwei. Negativ. Wechselposition. Scheiße, da unten ist noch einer. Markiere Nummer 4. Was ist jetzt mit denen da hinten? Sag wann. Schussbereit. Noch einer. Scheiße. Die hören uns. Abschuss. Direkt voraus. Scheiße. Ansonsten gehen wir da einfach durch. Das sind wieder viel zu viele. Die können wir nicht alle auf einmal ausschalten. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre da hinten eine Blendgranate reinschmeißen, damit sie nichts sehen. Meine Kollegin läuft hier gerade mit der Kamera durch die Gegend. Probier sie aus! Er probiert, ja, sie
Sie probiert es aus. Alter, ja, nee, ist klar. Er muss den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Zwei Gegner, die haben Sturmgewehre. Ab 9 Uhr. Direkt da am Frachtcontainer. Hallo? Na, erstmal der Hubschrauber weg. Da ist noch einer. Schaut auf 9 Uhr. Drüben bei dem Container. Das sind zwei Zieger.